Ja, meine Lieben, heute, ja, machen wir mal wieder ein bisschen experimental. Ich mache einen Filet-Rollbraten mit Bärlauchkäse-Schinkenfüllung. Genau. Ganz einfach. Ich weiß zwar, dass jetzt wieder nachher dann unten drunter ein paar Kommentare stehen werden. Warum hast du es geklopft? Aber ich mache das jetzt einfach so. Gehen wir rüber, schauen wir unsere Zutaten an. Unsere Zutaten elegant und übersichtlich. Klar, das Schweinefilet, der Hauptdarsteller, Messer, dann der Bärlauch. Dann habe ich hier einen Emmentaler Käse, hier habe ich noch so einen Burgerkäse, den haue ich auch noch mit rein. Dann ein mild geräucherter Bauernschinken. Der ist ein bisschen kräftiger im Geschmack. Ja, und vom Beef Buddy noch die Schweinerei. Muss ich auch mal aufbrauchen. Ja, dann werde ich jetzt schnell das Filet zurecht parieren, die Haut runterziehen und wenn es dann ans Schneiden und Klopfen geht, hole ich euch natürlich wieder dazu. Den Bärlauch habe ich mir auch gerade schon klein geschnibbelt. Ja, mit dem den klopfen wir nachher. Und jetzt müssen wir erst einmal hier gucken, dass wir uns was Schönes rausschneiden. Dass wir, ja, einen schönen großen Platten Äumel kriegen, um uns hinterher einen schönen Rollbraten zu rollen. Ups. Na Leute, das wird doch schon ein richtiger Prachtlümmel. Um das nachher nicht nochmal umdrehen zu müssen, haue ich hier von außen jetzt auch gleich mal ein bisschen was vom Gewürz drauf. Also wie gesagt, das ist nachher unsere Außenseite. Ich glaube fast. Wie räumt man denn ein? So rum oder so rum? Weiß ich noch nicht. Tada! So platt kann ein Schweinefilet werden. Jetzt auch von der Innenseite schön noch das Gewürz rein. Könnt ihr natürlich auch jedes andere nehmen. Jo, und dann geht es auch schon weiter mit unserem Käse. Da tue ich jetzt dann gleich einmal den Bärlauch mit rein.
Och, Leute, der riecht lecker. Wenn das Essen bloß schon fertig wäre. So, dann muss ich jetzt den Mixkäse hier aufkriegen. Der Emmentaler. Der Schinken ist mal hervorragend. Und dieses Mal mache ich nicht den Fehler, dass ich es einfach nur einroll. Dieses Mal klappe ich mir hier die Seiten mit ein. Jetzt räumen wir ein. Und jetzt hole ich mir noch eine Schnur und dann wird er noch gebondaged, ja, verschnürt. So, das Ganze passiert jetzt schnell ohne Handschuhe. Schauen, ob wir es dieses Mal ordentlich hinbringen. Zumindest halbwegs. Naja, jetzt rutschen wir mit der Nase ein bisschen ab, aber das ist mir ja wurscht. Solange wir den halbwegs vernünftig einschnüren. Mein Schatz hat mir mal extra so Netze bestellt, um dann hinterher festzustellen, dass die nicht geeignet sind, um die mit auf den Grill zu schmeißen. Leider. Kannst du dich da noch dran erinnern? Jo, sie schaut ganz traurig. So. Ende hier noch ein bisschen verschnüren. So, meine Lieben, fertig haben wir unseren Filet-Rollbraten mit Käse-Bärlauch-Schinken-Füllung. Das Ding kommt jetzt noch ganz kurz in die Kühlung. Aus welchem Grund? Ganz einfach, ich gehe jetzt erst einmal den Grill anfeuern. Wir sehen uns dann draußen. Etwas Wind ist aufgekommen. Naja, macht nichts. Wir lassen jetzt noch den Anzündkamin ordentlich anfeuern. Ist übrigens ja 2-3 Stunden später, also die Gewürze. Und es konnte noch alles schön ins Fleisch einziehen. Warum? Schatz wollte einfach noch nicht essen. Haben wir es halt etwas später gemacht. Kein Problem. Tut dem Rollbraten nicht schlecht, tut dem gut. Ja, also fertig, Anzündkamin durchglühen lassen, Kohlen rein und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir den Rollbraten drauf wuchten. So Leute, was ich mal unbedingt wieder angewöhnen muss, ist bei jedes Ding eine Schale drunter zu stellen, damit ja unten nicht ganz so extrem schmierig, fettig, barzig wird. Ich heize jetzt ganz kurz noch den Grillwurst auf, um den fertig abzubürsteln. Die Seite geht, aber die andere müssen wir noch abbürsteln. Und danach hole ich euch wieder dazu. So Leute, gesagt, getan. Ja, da unten drin sind jetzt die paar Brösel, die interessieren mich ja nicht. Der bleibt ja eh bloß im indirekten Bereich liegen. Und den grillen wir jetzt so bis zu einer Kerntemperatur von ca. 65 Grad. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es drüber geht. Und fertig. Warum?
sage ich das wieder mal mit der Schale. Ganz einfach, ich habe die Kugel vorgestern mitten in den Hof einstellen müssen und habe da drin einmal ein richtig schönes Lagerfeuer gemacht, einfach um das Ding von den ganzen Fettresten ordentlich auszubrennen. Ja, okay, dann grillen wir das Teil jetzt soweit. Wir haben es jetzt 5 vor 6 und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. So Leute, Viertelstunde später schauen wir gleich mal rein und drehen den schon das erste Mal. Oh ja, weil nicht vergessen, das ist nur ein Filet. Was heißt nur? Zwischenzeitlich habe ich das Ding mehrfach gedreht. Und was wir jetzt noch machen, zurückdrehen und das Ganze mit ein klein bisschen Ahornsirup noch gläsen. Eine Schale wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber so kriegen wir das jetzt auch noch hin. Nee, da geht mir zu viel Ahornsirup verloren. So ist es sinnvoller. Definitiv. Nein, Schatz, so viel nicht. Nur ein bisschen. So. Haben wir schon Temperaturen? 52 waren's. So. So, und so lassen wir ihn jetzt noch stehen. Ein paar Minütchen. Schauen wir gerade noch nach der KT. Plopp, einmal in die Mitte. Jo, 60, 61. Ja, 5 Minuten, 10 Minuten maximal, dann können wir essen. So Freunde, was habe ich vorher gesagt? Wie spät haben wir es, wo ich es drauf habe? 5 vor 6. Jetzt haben wir es 5 vor 7, dann wäre es eine Stunde drauf gewesen. Keine Ahnung mehr. Über 65 Grad auf alle Fälle. Das Ding ist fertig. Jawohl. Und jetzt gehen wir rein und lassen uns den schmecken. So, jetzt kommt die klassische Schneidemaschine im Einsatz. The Machine. Boah! Geil! Lass mich mal von der anderen Seite filmen. Leute, schaut euch das an. Also, ist das geil geworden oder ist das geil geworden? Wow! Wuhu! Erinnert ihr euch auch noch an das Hähnchen? Das Schlachtfrische, da hat Schatzi noch einen leckeren Hähnchensalat draus gebastelt mit Reis, Paprika, Salz, Pfeffer, Schnittlauch, alles mit Ei. Was Flüssiges? Mayo? Oder was hast du rein? Nur ein Löffel. Nur ein Löffelchen Mayo und den probiere ich jetzt zuallererst. Mmh. Curry auch noch? Ja, wie doch gesagt. Mmh. Und jetzt schneide ich dieses wunderbare Fleisch an. Boah, das ist ja noch gebondaged. Ja. Ach, Handy, halt die Klappe. So, Leute, und jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Die Combo schmeckt gut. Geil. Aber wir sehen uns nach dem Essen nochmal zum Fazit. Boah Leute, ich sag's euch, ich glaube, ich habe mich schon wieder überfressen. Aber es war auch zu lecker. Dieses Schweinefilet, gleich einmal vorweg, dass Schweinefilet so etwas trocken wird, ist ganz klar.
brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Bisschen Barbecue-Soße dazu und alles ist top. War verdammt richtig lecker in Verbindung mit diesem Käse da drin. Den Burgerschmelzkäse werde ich auf alle Fälle wieder kaufen. Der war mal richtig gut. Auch wenn es bloß so einfacher vom Penny war. Ja, vom Pennymarkt. Aber der ist mal richtig lecker. Und da freue ich mich schon drauf, mal mit diesem Käse einen Burger zu basteln. Dann mit dem Schinken und dem Bärlauch da drin und dem Beef Buddy Gewürz. Wirklich ein Gedicht. Also 200 Prozentpunkte. Richtig, richtig, richtig geil. Schatzi hat das restliche Hähnchen super verwertet. Der Salat auch richtig köstlich. Ja. Oh, da schaut es mir aber an. Ist so. Was soll man sonst sagen dazu? Saskia mampft immer noch. Denkt dran, es gibt später nochmal was. Mhm. Ja, dann befragen wir mal Schatzi dazu. Die Stimme aus dem Hintergrund. Wie hat dir das Ganze geschmeckt? Also wie du gesagt hast, das Filet ist wieder wahrscheinlich sehr leise, muss ich lauter machen. Also dieses Filet ist etwas trocken geworden. Da wäre jetzt vermutlich ein Eimer Soße und ein Schucker Spätzle besser zu gewesen. Eimer Soße und der Schubkarre Spätzle. Okay. Aber mein Reissalat war lecker. Ja, klar. Der war wirklich gut. Aber ansonsten diese Zusammenstellung. Sehr gut. Sehr gut. Jo. Saskia, das Mädel mit den vollen Backen. Wie immer. Mhm. Sag was dazu. Wie hat dir diese Zusammenstellung gefallen von dem Fleisch? Das war gut. Nur gut? Nee, es war echt lecker. War echt lecker. Es hat echt gut zusammengepasst. Ja, okay. Ich persönlich würde mich über Däumchen nach oben freuen. Neue Abonnenten, längere Zuschauer vom Kanal, die vielleicht dann auch einmal noch nebenbei den Abo-Knopf drücken würden, wären auch geil. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal und weg.